Und glaubt ihr, gefällt's mich zu quälen? Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich, okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Wissenschaftlerin, hm? Ha. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja, du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Ah, er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danke. Danny. Puh. Schöner Scheiß. Ja. Alice abmelden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bea. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist ein guter Junge? Ja. Hol den Ball. Habe ich dich jetzt mit ihm gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job.
Ah, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumuluswolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, einem das gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ich würde... Hey, Abby. Hallo. Hey, Pat. Hey. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist etwas eingerostet. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Bronn. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Gehen wir zur Basis. Ich hätte hier noch Munition. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Alice sitzt vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr schön. Gracias. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach auspowern. Ich habe ein paar Extraaufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny. Wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Und überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Gutplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen?
Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir nicht so einen Kopf drauf. Gibt es zu viele Verstecke. Leute, hier ist jemand. Infizierte. Alles sauber? Ja, sauber. Das ist so viel besser als Mescal und dein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Na los.
glaube, da geht's raus. Munition wird aber knapp. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Verfickte Scheiße! Verschwinden wir von hier. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Ich mag dich, Abs. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon.
Noch eine gefunden. Hallo? Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Vielleicht später. Die Basis ist da vorn. Keine Skars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja, gehen wir weiter. Gott, wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Ich will ja nicht unken. Aber hier ist es sehr ruhig. Haltet die Augen offen. Irgendwas blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Das Kabel hat sich verhakt. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche, die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Und? Keine Skars zu sehen. Vielleicht sind sie weg? Sehr lustig. Nein. Ich bin optimistisch. Oh. Geh tief runter. Ja, ja, das stimmt. Dann mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Wow.
sieh dir das an. Das ist eine Boote. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Weißt du, mein Vater fuhr auf so einem Boot zum Fischen. Mir wurde jedes Mal schlecht. Ich hab's gehasst. Manny wird bloß nie schwanger. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ich halte es. Los! Ich stütze es an dir. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast der Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hatte das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Hey, Abby, hilf mir da hoch. Ich habe eine Idee. Ich mag Ideen. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Und, deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft.
Okay, wir kommen der Luke näher. Mal sehen. Das erinnert mich an Owens Boot. Ist er immer noch mit Reparieren beschäftigt? Ja, aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Bald. Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist's Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen.